Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und zwar zu einem weiteren Market Watch, denn heute erscheint ja Maze of Memories und deswegen wollen wir uns heute natürlich auch die Preise anschauen, wie die zum Release-Tag aussehen und vor allem in welche Richtung das Ganze gehen könnte. Und nach dem Maze of Memories-Kram schauen wir uns natürlich noch die aktuellen Meta-Staples an und generelle Preise, wie sich das Ganze so entwickelt. Und ja, ich würde sagen, wir starten direkt mit der ersten Karte aus Maze of Memories und das ist die gute Blumenbaronin. Und so, by the way, nur mal so, ich würde mich auch riesig freuen, wenn ihr dem Kanal noch ein Abo dalasst, denn es fehlen noch knapp 450 Abos zu den 15.000. Würde ich mich riesig freuen, wenn ihr da noch ein bisschen Support dalasst. Und ja, Blumenbaronin, ihr seht selber, die Karte kostet trotz Reprint und 704 verfügbare Artikel hier noch knapp 40 Euro. Und im Endeffekt, klar, irgendwo konnte man es erwarten, dass die Karte jetzt nicht spottgünstig werden wird, weil dafür ist die Karte zu präsent in unserem Metagame und taucht immer wieder auf und kann in verschiedensten Decks letztendlich gespielt werden. Ist halt relativ leicht beschwörbar. Deswegen weiß ich nicht, ob der Preis sich hier nochmal groß verändert. Vielleicht 33, 35 Euro könnte ich mir vorstellen, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, aber auch schon im Vorverkauf in den letzten Tagen wurde deutlich, die Karte ist auch dort teilweise wieder auf über 45 gegangen, obwohl sie zwischenzeitlich schon irgendwie bei 38, 39 Euro war und da sind wir halt jetzt wieder angekommen. Deswegen finde ich schwer, das Ganze zu prognostizieren. Also ich glaube, die wird nicht mehr so viel droppen, weil dafür ist die Karte einfach zu gut und es ist eine Ultra Rare und hier sind Ultra Rares halt quasi Secret Rares aus Maze of Memories. Aber wie gesagt, schreibt mir dazu gerne mal eure Meinung. Dann haben wir die Wächterchimäre und die ist natürlich deutlich gedroppt, wenn wir das vergleichen mit dem Preis von damals. Ihr wisst, Wächterchimäre haben wir ganz, ganz viel damals drüber gesprochen und die ist tatsächlich hier relativ günstig. In den meisten Deathspear-Builds spielt man auch nur noch eine, ist natürlich deswegen auch, oder was das angeht, ein bisschen begünstigt für die Spieler. Deswegen Chimäre hier für 17 Euro. Wird, denke ich, auch runtergehen. Hatte ich am Anfang schon so gesagt. 15 Euro könnte ich mir vorstellen. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Richtwert. Kann man durchaus jetzt schon kaufen. Aber ich denke, man macht auch nichts falsch, wenn man da jetzt einfach noch ein paar Tage wartet. Weil viel teurer wird es wahrscheinlich auch nicht werden. Deswegen, aber ja, Wächterchimäre ist schon auf jeden Fall ein schöner Preis und ein guter Reprint auf jeden Fall. Dann haben wir Schnell-Synchro-Sternstaubdrache. Und das ist eine Karte, da sage ich, das ist wieder so ein Sleeper. Im OCG wird das Ding schon gespielt und da funktioniert die richtig, richtig gut. Und ich denke auch, dass die irgendwann im TCG richtig einschlagen wird. Ich glaube nicht, dass das jetzt am Anfang schon der Fall sein wird. Wobei, man sollte sowas nicht so laut sagen. Ne? Am Ende kommt wieder irgendjemand um die Ecke, hat irgendeine brokene Combo und dann geht das richtig rund schon direkt, weil die Karte ist quasi immer eine Baron. Ist nochmal ein Reborn für einen Tuner und ja, weil sie halt eben so großes Potenzial hat, sieht man das eben generell auch am Preis. Ihr seht es hier, 23,50 €, also knapp 24 Euro pro Kopie bei 1000 verfügbaren Artikeln. Ist durchaus ein stolzer Preis. Wenn sie nicht gespielt wird, wird die wahrscheinlich runterdroppen, so 12, 15 €. Aber sobald die dann gespielt werden sollte, dann kann die richtig, richtig schnell und richtig teuer werden. Also das kann furchtbar schnell gehen dann, aber eine Karte mit sehr, sehr großem Potenzial. Ich weiß nicht, vielleicht hat der ein oder andere von euch schon ein bisschen mit der rumexperimentiert und kann hier was zu schreiben. Dann haben wir MechRitter, Crusadia, Aframax. Und der ist natürlich jetzt auch super bezahlbar, sind 3.792 verfügbare Artikel auf dem Markt. Ich glaube, so günstig hat man den schon lange nicht mehr, ist bei hier, ja, 1 Euro pro Kopie die günstigste, dann die nächsten für 1,20 €. Sollte man auf jeden Fall jetzt auch zuschlagen. Langfristig sicherlich auch wieder eine Karte, die ein paar Euro kosten wird, aber das wird dauern, bis der wieder steigt, weil dafür sind zu viele, ja, Karten letztendlich hier auf dem Markt vorhanden. Und dann haben wir noch die Dränenstrauß, die Rika-Königin ist ja auch ein ja, relativ beliebtes Deck, muss man schon sagen. Und auch ein Deck, was man nicht unterschätzen sollte. Nach wie vor ist das wirklich ein solider Pick. Man kann das spielen, das ganze Sun Avalon Pflanzengedöns. Deswegen ja, kann man hier durchaus auch zuschlagen, aber es ist auch wahrscheinlich eine Karte, die noch ein bisschen droppen wird. Aber preislich natürlich auch top. Statt hier irgendwie 25 Euro wie davor, jetzt bei 4,25 Euro. Also da darf man sich definitiv nicht beschweren. Dann haben wir Feierliches Urteil. Und da muss man jetzt vielleicht wirklich sogar schnell sein. Also ich glaube, da kann man durchaus jetzt zuschlagen. Sind 3.500 verfügbare Artikel auf dem Markt. Aber wir haben das in der Vergangenheit immer wieder gesehen. Immer wenn diese Karte hier einen Reprint bekommen hat, dann war die nach einem Jahr ja, meistens wieder bei 7, 8 Euro pro Kopie. Das kann hier auch wieder passieren. Ich gehe zumindest fest davon aus, ist auch eine Karte, die man aktuell in den Side-Decks sieht und teilweise sogar auch in den Main Decks, wenn wir mal auf die ganzen Trap Decks gehen, die da gerade so gespielt werden. Deswegen denke ich auch eine Karte, wo man durchaus zuschlagen kann. Dann haben wir das Aufziehkätzchen. Sieht, wenn überhaupt,
Play in Runic Sprite und selbst da ist sie aus den meisten Listen verschwunden, deswegen eine Karte, die auf jeden Fall nochmal droppen wird, hier für 2 Euro. Ich meine, selbst wenn man sie jetzt kauft, man macht da, wie gesagt, einfach nichts falsch, aber die wird wahrscheinlich langfristig nochmal runterdroppen, ist aber dann auch der einzige bezahlbare Print, denn wir können jetzt ja mal ganz kurz den Originalprint anschauen hier, der ist jetzt bei, ja, knapp 10 Euro. Ulti, können wir zum Vergleich auch nochmal kurz reinschauen, die ist immer noch bei 30 Euro, der Preis davon ist jetzt nicht so krass beeinflusst worden, aber das ist klar, ist halt eine Ulti, ist irgendwo auch eine Sammelkarte und dann springen wir direkt mal rüber, weg von den Maze of Memory Karten. Falls ihr noch irgendwelche Karten habt aus Maze of Memories, wo ihr sagt, ey, über die hättest du auch nochmal reden sollen, schreibt es gerne in die Kommentare, weil es sind noch so Karten wie Duel Academy und ja, fand ich jetzt nicht so relevant den restlichen Part, aber ja, hier haben wir Springins. Feiern da und das ist auch eine Karte, die enorm ansteigt, ist eine Super Rare aus Lightning Overdrive und ja, warum steigt die an? Wird unter anderem genutzt, um die Combo mit dem Sargas zu machen, hatte ich euch letzte Woche glaube ich auch schon mal gesagt. Und damit kann man in einigen Decks aktuell, was heißt in einigen Decks, so einmal in Springins und natürlich auch in Traptrix, kann man damit einfach einen Zugriff auf seine Tyrion Engine bekommen. Deswegen kostet die Karte hier pro Kopie 1,50 Euro. Ihr wisst, so ne, Super Rares, die anfangen zu steigen, Rares und Commons mag ich. Deswegen, ja, das Ding ist am Steigen, wird aber sehr wahrscheinlich vermutlich dieses Jahr irgendwann auch nochmal einen Reprint bekommen. Also die wird jetzt wahrscheinlich nicht unfassbar durch die Decke gehen. Aber vielleicht sagt ihr auch, ey, ich habe von der noch 5 Kopien zu Hause rumliegen. Dann würde ich sagen, zack, weg damit, könnt ihr abdrehen. Und weg damit. Und dann hatten wir uns letzte Woche den gigantischen Champion Sargas angeschaut. Und auch hier gab es nochmal eine ordentliche Preisentwicklung. Ihr seht den Graph, das ist mittlerweile schon U-förmig, ne? Also das Ganze ist steil nach oben gegangen, man braucht in der Regel nur eine Kopie davon. Immer noch eine Karte mit großem Potenzial, wird jetzt wie gesagt in einigen Decks getecht und gespielt, Traptrix-Decks vor allem. Und da ist das Ding eben schon auf 12 Euro und auch auf dem Weg hier eher schon so Richtung 13 Euro. Ne? Also falls ihr da noch irgendwie einen haben wollt oder den spielen wollt, vielleicht auch für die YCS London, dann sollte man da jetzt vielleicht auch zuschlagen. Dann haben wir Zeitraum Fallgrube und da hat mich vorhin ein guter Kumpel darauf aufmerksam gemacht, dass diese Karte auch gerade am Steigen ist und das kann ich eigentlich auch nur auf den ganzen Traptrix-Hype zurückführen und das ist tatsächlich die Karte aus dem OTS-Pack 21 und da sind gar nicht so viele Kopien auf dem Markt. 293 von dieser Common Zeitraum Fallgrube. Ich habe jetzt eben mal geguckt, zeige ich euch auch mal. Es gibt natürlich auch nicht so viele Alternativen. Ihr habt die aus der PGL 3, da sind wir bei 4 Euro pro Kopie, das ist natürlich dann auch schon wieder ein stolzer Preis. Oder wir haben noch die Secret Rare Prints hier aus der MP15, da sind wir schon bei 6,60 Euro. Oder eben aus dem Originalprint, das ist Duelist Alliance und da sind wir bei knapp 8 Euro. Und deswegen, ja, ne, die kosten alle schon ein bisschen was. Und der Nachzügler ist dann eben die Karte aus dem OTS-Pack 21. Also falls ihr Traptrix spielen wollt, ist das vielleicht jetzt auch nochmal eine Möglichkeit, die Karte zu holen. Ich bin mir relativ sicher, dass die eben auch nochmal weiter steigen wird. Und ihr seht es hier unten, es sind auch nicht viele Kopien vorhanden. Also das kann wirklich ganz, ganz schnell gehen und der ganze Kram wird nochmal teurer. Und dann haben wir Topf des Wohlstands. Auch eine Karte, über die wir schon ganz, ganz lange nicht mehr drüber geschaut haben bei Market Watches. Und die hat sich so ganz langsam wieder gefühlt auf ihren alten Preis hochgemogelt. Ich meine nicht ganz, ne, ihr wisst, wie teuer die Karte damals war. Aber ich finde, für einen Reprint ist das schon wieder richtig teuer. Das erste Playset sind wir bei 50,99 Euro pro Kopie. Port of Prosperity liegt natürlich daran, dass gefühlt gerade jedes Deck wieder auf diese Karte zurückgreift, dass die komplett geistesgestört ist, wissen wir mittlerweile. Und ja, einfach schöner Preis, wollte ich euch nochmal zeigen. Und für die Leute, die der Hauptset-Print relevant ist, weil sie den vielleicht noch zu Hause haben, schauen wir auch nochmal ganz kurz drüber. Da sind wir im Playset bei 62,99 Euro pro Kopie. Man kriegt natürlich hier auch schon ein paar günstigere für ebenfalls 50 Euro. Aber ne, Port of Prosperity, eine Karte, über die wahrscheinlich noch lange sprechen müssen. Und auch Garura ist auch gerade noch immer fleißig am Steigen, wird unter anderem natürlich auch benutzt als Prosperity-Target in Kashtira-Decks, um den dann letztendlich über den Banish-Pile an seine Monster zu hängen und dann nochmal eine Karte zu ziehen. Und deswegen, ja, Garura sowieso in einigen Decks flexibel spielbar, gute Superpoly-Target, Despair greift noch drauf zurück und ja, ich glaube, ich brauche dazu nicht mehr viel sagen. 21 Euro, immer noch sehr, sehr stolzer Preis und ihr seht es am Preisgraph, hält sich da eigentlich relativ konstant. Dann haben wir den Psychic Endpunisher. Und da weiß ich tatsächlich nicht, wieso steigt das Ding gerade. Liegt das an den verschiedenen Punk-Versionen, die da gespielt werden? Weil ich kann es mir wirklich nicht erklären. Auf jeden Fall seht ihr das am Preisgraph. Da ist eine Entwicklung drin. Ihr könnt es mir gerne mal schreiben. Ich weiß wirklich nicht, warum. Aber der ist auch schon wieder so teuer, wie schon tatsächlich lange nicht mehr. Wenn wir jetzt mal auf den 22. schauen, da sind hier noch Kopien für 14 Euro weggegangen. Hier davor waren wir schon, ja, waren sogar mal 13,90 Euro.
Und jetzt momentan, ja, 15, 16 Euro. Muss man drüber reden. Ich weiß nicht warum. Schreibt es mir gerne mal. Ich meine, dass die Karte sehr großes Potenzial hat und das in der Vergangenheit auch schon gezeigt hat. Das wissen wir, glaube ich, alle. Aber ansonsten gibt es für mich jetzt keinen aktuellen Grund, der mir zumindest jetzt einfällt. Dann haben wir Neo Weltraum Aquadolphin. Den wollte ich euch eigentlich schon im letzten Market Watch zeigen. Habe ich aber leider vergessen. Da wollte ich euch einfach mal den Holoprint aus Battles of Legend Relentless Revenge zeigen. Und der gute sieht ja Play wegen Fusion Deployment, die man unter anderem im Deathspell spielt. Und dann kann man, wenn man hier ein entsprechendes Target spielt, den Aquadolphin aus dem Deck specialen und kann dann einfach mal so eine Ash aus der Hand snipen. Und deswegen, ja, ist der Ganze so ein bisschen am Steigen. Weil viele Leute wollen die Karte natürlich in relativ schön spielen. Deswegen sind wir hier bei 1,50 € oder fast 2 Euro pro Kopie. Gibt es aber auch bezahlbar, keine Sorge, ihr könnt ihn euch auch in Kamen holen. Zuhauf ist der da verfügbar. 5000 Artikel auf dem Markt, kostet 2 Cent. Also wenn der jetzt nicht unbedingt hübsch sein muss, ist das auf jeden Fall eine gute Alternative. Dann müssen wir auch mal ganz kurz über Super Poli sprechen, denn die bekommt ja im nächsten Speed Duel Set einen Reprint. Das haben wir ja schon gespoilert bekommen, weil es da Bilder zu gab. Die wird da in Secret Rare drin sein. Aber in der Vergangenheit war das eben auch so, wenn die Karten dort einen Secret Rare Print bekommen haben, dann haben die zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit eben auch noch einen Common Print da drin bekommen und deswegen droppen gerade alle Super Polys so ein bisschen. Ich bin mir aber auch relativ sicher, dass die alle nicht so super günstig werden. Vielleicht so 2,50 €, 3 Euro, weil dafür ist die Karte immer wieder zu gut und die meisten Leute denken sich dann auch, hey, warum sollte ich mir die jetzt nochmal ranholen, wenn die eh schon in meinen Staple Binder liegt. Also, ne, nur dass ihr einfach das auf dem Schirm habt, das Ding ist gerade aktuell ein bisschen am Droppen und dann habe ich nochmal eine kleine Kaufempfehlung für euch und zwar Forbidden Droplet und da muss ich sagen, die wird natürlich in diesem Format nicht gespielt, aber ihr wisst ja, wie das läuft. Das kann sich ganz, ganz schnell ändern. Ne? Also gerade auch im nächsten Format kann die Karte wieder eine absolute Chase-Karte werden. Und dann kostet die eben keine 19 Euro mehr, sondern vielleicht 25 bis 30 Euro. Und deswegen finde ich es aktuell ein guter Zeitpunkt zu sagen, ey, ich hole mir Forbidden Droplet ran. In dem Fall hier 19,50 Euro für das Playset, also pro Kopie. Letztendlich finde ich, ist eigentlich ein guter Preis. Wir können uns auch nochmal andere Prints der Karte anschauen. In dem Fall hier vielleicht mal die Ultra Rare, aber die sind alle relativ ähnlich. Also seht ihr, hier kriegt ihr Einzelkopien für 18,50 Euro, die sind teilweise dann aber auch schon 20 Euro. Also ne, da kann man auf jeden Fall aktuell noch mal ein bisschen zuschlagen und die aus der MP22 auf jeden Fall holen. Ich denke, der Rest ja, wird sich preislich ähnlich verhalten. Wir können auch mal hier Brothers of Legend noch mal schauen. Ja, da sind wir auch bei 20 Euro. Also ihr seht, ne, also Droplet kann man, wie gesagt, jetzt durchaus mal überlegen. Dann haben wir noch mal Gimmick Marionette Albtraum. Da wollte ich euch auch noch mal updaten, denn die Karte, dachte ich eigentlich, ist preislich an ihren Zenit angekommen, wo sie so bei 11, 12 Euro war. Da gibt es jetzt auch noch 2 Kopien von. Aber nein, das Ganze ist nochmal fleißig weiter am Steigen. Und ihr seht, es sind nicht mehr viele Kopien auf dem deutschen Markt vorhanden. Und ja, das Ding geht eigentlich eher schon auf seine 14, 15 Euro zu. Das heißt, falls ihr für die YCS London diese Karte noch braucht und Despair spielen wollt mit diesem Lock, jetzt schnell noch holen, bevor die vor der YCS dann 20 Euro kostet. Und alle anderen, die nicht die YCS spielen, holt sie euch nicht. Holt ihr euch gerne danach und wartet, weil dann wird die wahrscheinlich wieder auf 9 bis 10 Euro runterdroppen, bin ich mir auch hier relativ sicher. Dann haben wir rotäugiger dunkler Dragooner. Langes her, dass wir über Dragoon gesprochen haben, aber auch eine Karte, die gerade in sehr, sehr vielen Despair-Decks wieder Play sieht. Wahrscheinlich so viel Play wie schon lange nicht mehr. Und der Gute ist deswegen auch am Steigen. Die ersten 3 Kopien oder die ersten 3, ja doch, die könnt ihr eigentlich ignorieren, denn hier steht, dass du diese Artikel nicht in Deutschland kaufen kannst, beziehungsweise die werden nicht verschickt. Ich weiß nicht, ob das Fake-Accounts sind, aber auf jeden Fall ja preislich nicht relevant für uns. Wir richten uns an die erste Kopie hier von Shop 79 und da sind wir bei 21 Euro pro Kopie, also 20,99 Euro und das ist ein stolzer Preis. Dragoon ist auch am Steigen, ihr seht es auch im Preisgraf, der geht steil nach oben und falls ihr da vielleicht noch welche habt, jetzt auch ein günstiger Zeitpunkt, die abzutreten. Ich weiß nicht, ob die nochmal so teuer wird. Klar, über Red Eyes Fusion das Ding immer noch summonbar, aber gefühlt in keinem anderen Deck wirklich spielbar, außer in, ja, vielleicht Subterror, wo du das mit Dragoon splasht und Despia, aber ja, ansonsten, klar, ist eine gute Karte, aber ich weiß nicht, ob das Ganze nicht schon wieder zu sehr gepowercreept ist. Dann haben wir Stoß der 3 Taktiken. Da dachte ich mir, schauen wir auch nochmal drüber, was passiert mit der Karte, weil die sieht ja aktuell wirklich gar kein Metaplay und das spiegelt sich auch im Preis der Karte so ein bisschen wider. Die ist immer noch unfassbar teuer, keine Frage, aber 74 Euro sind ein Unterschied, 64 Euro meine ich, sind ein Unterschied zu davor 74, 75 Euro und weil die Karte, ja, war kurz nach Release bei 75 Euro. Jeder dachte, ah, geht vielleicht auf die 100 Euro, aber dann haben wir gemerkt, das ist nicht die Karte für das Format und wir haben ja neulich auch schon mal drüber gesprochen, kann vielleicht auch so in eine Richtung gehen, Crossout Designator Flop, man weiß es nicht. Dafür ist die Karte eigentlich nicht so gut, aber ja, man muss sie einfach auf jeden Fall konstant beobachten, aber ist auf jeden Fall aktuell auch ein bisschen am Droppen.
Dann auch Moyet. Da haben wir neulich auch drüber gesprochen, wo die Karte auch wieder mal hyped war. 13, 14 Euro pro Kopie. Mittlerweile sieht es wieder ein bisschen anders aus auf dem Markt. Hier sind wir bei 11,50 Euro mittlerweile wieder pro Kopie, weil Sword Soul dann auch gerade nicht mehr so viel toppt. Aber man sollte dieses Deck nicht abschreiben. Es ist immer noch ein sehr, sehr gutes Deck, was man auf jeden Fall definitiv spielen kann. Und auch das gleiche gilt für Runic so ein bisschen. Runic ist auch so ein bisschen verschwunden wieder. Tops bleiben aus. Klar, sind immer noch vorhanden, aber nicht mehr so viel, wie das vor 2, 3 Wochen der Fall war. Und deswegen ist Tipp aktuell hier beim ersten Playset auch schon wieder bei 32 Euro pro Kopie und die nächsten, ja, dann wieder 34 Euro. Also da ist auf jeden Fall auch noch eine kleine Preisentwicklung drin bei den Runic-Sachen. Und Meyersmech, habe ich euch das letzte Mal auch schon gesagt, kann man aktuell nochmal gucken, könnte man die Superfakultät hier auch nochmal erwähnen. Aber ich dachte mir, Sigma reicht nochmal. Toppt aktuell sehr, sehr viel. Kann durchaus nochmal weiter steigen. Sigma deswegen hier 4,79 Euro pro Kopie. Sollte man auch auf dem Schirm haben, wenn man das Deck nochmal spielen möchte. Aber wird wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr im Preis unfassbar krass explodieren. Dann wollte ich euch die Büstels nochmal zeigen, denn wir haben uns natürlich die Primetime dieser Karten angeschaut. Und deswegen wollen wir auch mal drüber schauen, was passiert, wenn die eben nicht mehr so viel gespielt werden. Und das ist jetzt gerade der Fall. Ihr seht es am Preis, so günstig waren die Magnum Woods schon lange nicht mehr. Wobei auch hier teilweise das Ding wieder ein bisschen nach oben ging, weil die Karte in verschiedenen Side-Decks Play gesehen hat. Aber aktuell 13,50 Euro pro Kopie. Auf jeden Fall definitiv ein guter Preis für so einen Magnemut aktuell. Lubellion ist auch schön, hat sich preislich auch wieder stabilisiert, war bei 75 Euro, was komplett geistesgestört war und jetzt sind wir eben wieder bei, wenn wir uns Playset holen, ja, erste Playset immer noch teuer, da sind wir bei 65 Euro pro Kopie, aber ihr seht, ihr kriegt schon genug einzelne Kopien für unter 60 Euro, also ist das preislich zumindest auch wieder in einem okayen Rahmen und auch das gleiche bei den Kashtira-Karten. Fenrir, ja, ist der günstigste Fenrir seit langem. Erstes Playset 41 Euro pro Kopie. Immer noch ein stolzer Preis, aber auch nicht mehr 60 Euro, wie das teilweise der Fall war. Und auch das Einhorn wollte ich euch nochmal zeigen. Da sind wir hier bei 9,99 Euro. Pro Kopie, das heißt, Kashtira ist tatsächlich ein bisschen erschwinglicher, klar, Theosis und Planet kosten auch noch Geld, aber zumindest die beiden sind ein bisschen gedroppt. Ja, das war's dann tatsächlich auch schon mit dem heutigen Market Watch. Mehr habe ich euch für heute nicht zu sagen, falls ich irgendwas vergessen haben sollte, falls ihr noch irgendeine Karte habt, wo ihr dann irgendwie sagt, ey, die hast du vergessen, schreibt es in die Kommentare und in diesem Sinne würde ich sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.